Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Path of Exile. Wir sind immer auf der Suche nach dem Wegpunkt in dieser, in diesem Map hier. Hier muss einer sein, das weiß ich, aber ich habe bis jetzt, wie gesagt, noch nicht gefunden. Ah, die haben hier ein... So, alles tot? Ja, alles tot. Die Mana-Regnerin? Nix. Voll daneben gesammelt. Too much clutter. Naja, das habe ich schon verstanden, keine Angst. So, hier geht's zur Kammer der Sünde, da waren wir schon. Na ja, da haben wir die Helena vor 3 Folgen etwa. Hey, was machst du da unten? Naja gut, müssen wir ja eh runter. Ja, also wie gesagt, in dieser Kammer der Sünde, da haben wir die diese Helena gerettet. Deren Rolle ich noch nicht ganz verstehe. Okay. Verbrenne. Ein Glück verbrenne ich damit meine eigenen Zombies nicht. Aber es sind ja Zombies und keine Mumien, ne? Wie man das so kennt. So, hier waren wir schon. Hier ist ein kleiner Krater. Jo. Das ist noch ein blauer Gegenstand. Muss doch was geben, wo wir noch nie gewesen sind. Da hinten waren wir. Hier hinten waren wir noch nicht, glaube ich. Life is fleeting. Naja, da ist also auch nichts. Ich glaube, macht der. Ah, der macht Lightning Damage. Deswegen zucken die dann auch immer so schön. Das ist quasi. Die werden gleich sich umgebracht und wiederbelebt. Hey, hallo, kommt noch raus. Na, ausgeschlafen? So, da waren wir schon, ne? Ja. Ist denn dieser bekloppte Wegpunkt, ey? Der muss ja irgendwo sein. So, hier waren wir schon. Hier ist schon was tot. Achso, warte mal. Das Vieh können wir gleich benutzen. Ja, wer irgendwie aufgepasst hat. Jetzt fehlt ein Zombie. Also hier, das Symbol sagt da ganz klar aus, da ist ein Wegpunkt. So, Minion Life steigt demnächst auf. Das freuen wir uns natürlich.
Sehr schön. Wieder zwei Ladungen angesammelt, die ich natürlich verliere, bevor die nächsten Gegner kommen. Da ist er. Das freut mich aber. Jetzt kann ich beruhigen Wissens hier weitergehen. Da war ich schon. Da geht es, glaube ich, auch nicht tiefer. Wir haben jetzt hier durch heiligen Grund. Wir haben das mit diesen Wurzeln. Damit kommen wir wahrscheinlich hier auf diesen Pfad dann hoch. Und wir haben das mit den Banditen vom Westen, Norden und Osten. Und ich denke, wir machen zuerst mal das mit dem geheiligten Grund. So. Und los. Fellschrein Ruins. Was auch immer das bedeutet. Der Fellschrein. Nein. Fell ist natürlich für... Oh, ist das dunkel hier, ey. Das ist ja übel. So, Disturbed Corpse, also die gestörten Leichen. Oh. Badge, meine Zombies sind besser. Noch. The Sharp Bane. Tot. I need more mana. Ach nein, hör auf. Wow. Too much clutter. Den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen. Hier, weg damit. Ein. Ich meine, der ist nicht so gut bestimmt wie der da. Hm? Macht bloß. Kälteresistenz und mehr Spell Damage. Aber, Moment. Was passiert eigentlich, wenn ich mal diesen mache hier? Einfach mal probieren, ne? Weg. Übe ich an dir. So, jetzt. Wir haben jetzt, na gut, das ist ein bisschen blöd. Wir haben gerade wieder einen Charge gekriegt. Aber jetzt 58,6, wenn ich das wegnehme. Naja, 5 Schaden pro... Fünf Schaden pro Sekunde mehr. Das ist 10%, ne? Her. So, hier ist ja gar nicht viel. Zumindest noch nicht. Wer hat inner geschossen? Ja.
Ja, wir müssen ja hier einfach nur durch. Boah, hier geht's los. Und das ist natürlich für Incinerate richtig gut. Alle tot? Das fetzt ja. Und die Mana auffüllen nebenbei. Und eine Kiste. So, da ist irgendwas. Ach, Minion Life ist aufgestiegen. Gleich mal machen. Geil. Das ist richtig geil. So, dann sollten die Zombies sind ein bisschen wie die am Anfang. Eigentlich für Fernkämpfer Pillepalle. Viel zu langsam. Können nichts und nichts. Aber diese... Die sind geil. Die fetzen. Einfach richtig schön reinrotzen. Und da sterben sie, wie sie alle sterben, ey. Ach, da war noch einer. Mensch, hätte ich mir was übrig lassen können. So, nichts Ordentliches dabei hier. Gibt's denn hier eine Kiste? Noch eine Kiste. Mir fällt gerade auf, was bei Diablo 3 natürlich schön ist, dass man hin und wieder mal Quests hat, die einfach so aus der Umgebung kommen. Zum Beispiel irgendwie kleine, wie so eine Art Events, die irgendwie zufällig verteilt sind in irgendwelchen Dungeons, wo es darum geht, plötzlich irgendeinem Geist zu helfen oder so. Das ist mir hier noch nicht aufgefallen. So, hier geht's durch. Da gehen wir also auch durch. Halt, Scrollerfüße nehmen wir mit. Hey, bist du die? Ja, das gab's gleich. Jetzt gleich mal 3 Power Charges. Super. Was? Superior Freeze Mine? Das muss ich gleich mal probieren. So, haben wir eine ruhige Minute. Wir haben die hier irgendwo, hier haben wir dann noch so eine, genau. Ach Mist, die kann man nicht benutzen. 18 Dexterity, was habe ich gerade? 14. Na gut. So, jetzt. Los, Opfer, ich brauche dich. Wo bist du? Ah. Orb of Fassing. Die Musik also ist...
Ja, und da ist der Timer abgelaufen. Also offensichtlich diese Mine, die kann ich mit T legen. Die lege ich auch immer an irgendeiner Stelle, die kann ich nicht zielen. Und wenn ich jetzt einmal D drücke, Rungs, dann werden sie sozusagen gezündet. Ja, wie gesagt, Timer ist abgelaufen. Das heißt, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weiter hier durchziehe. Und wie gesagt, wir wollen ja hier zu diesen na, hier Sacred Grounds. Ja, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich. Tschüss.